Herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Ich möchte euch heute ein neues Update zeigen vom Feldbinder Silo-Trailer, den ihr beim Aufliegehändler findet. Da ist er auch schon. Und da wurde ein bisschen rumgefixt, damit wir hier, beziehungsweise da waren anscheinend auch noch ein paar Fehler mit enthalten. Und die wurden jetzt hier beseitigt. Nichtsdestotrotz sind ja noch, ist da noch Skins. Ja, sind nicht hinzugekommen, aber wir haben ja hier zwei Skin-Pakete und letztens habe ich, glaube ich, nur eins vorgestellt. Und heute zeige ich euch nochmal die Skin-Pakete von Laden Swallow und 22 Fast for You. Das möchte ich, die Skins möchte ich euch hier heute nochmal zeigen. So, damit ihr Bescheid wisst. So, drei Achsen, wisst ihr ja, ne? Wir nehmen aber die hier, die ist nämlich dann gelüftet. Und jetzt kommen wir zu den Skins. Hier kann man schon die Skins von Laden Swallow sehen. Und die roten, also die hier farbigen, die oder die in Farbe und bunt, die müssten dann hier in Orange und Rot, das müssten die dann von 22 Fast for You sein. So, die schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Also benutzerdefiniert, klar, ihr könnt hier den natürlich schwarz machen, grau, pink, blass, blau, auch in Metallic. Das sieht dann ganz schön freaky aus. Vielleicht Show Truck-mäßig, whatever. Es gibt auch ein Template auch dazu, da könnt ihr euch dementsprechend hier auch, weiß ich nicht, hier Bockwurst GmbH hinmachen oder was weiß ich. So, kommen wir zu den Skins nochmal. Also, Sievert Handeltransporte, Franz Fischer, dann haben wir Hamm, Leinsle kennt man auch, Schmidt Heilbronn, klar, Simon Loos, sieht auch ganz cool aus. Also wirklich viele Skins jetzt hier mit enthalten. Ich habe jetzt gleich beide Skin-Pakete aktiviert, um euch das hier gleich mal komplett zu zeigen. Ne? Alfred Teike, klar, Kleinwächter kennt man auch ganz groß. Kann ich nur empfehlen auf alle Fälle, weil das pimpt den Trailer nochmal enorm auf. Und ja, kann ich also nur empfehlen. Und sieht auch echt cool aus, der Trailer. So großartig zu bauen und anbauen haben wir ja nichts. Wir haben ja hier nur unsere Streifen. Wir nehmen hier natürlich Orange und hinten nehmen wir dann Rot. Hinten noch die Original SCS Schmutzfänger. Und dann sieht der Trailer eigentlich schon ganz, ganz schick aus. Also mir gefällt er auf alle Fälle. Ich finde den Trailer richtig gut. Wir haben eh zu wenig Ingame und deshalb freue ich mich natürlich, dass wir jetzt hier auch so einen Trailer da haben mit natürlich tollen Skin-Paketen. So wie die Leute, die den Trailer noch nicht kennen, wir schauen uns ihn gerne nochmal genauer an. Die vielleicht die Version 1.0 damals nicht gesehen haben, zeige ich euch jetzt hier nochmal, was hier alles mit enthalten ist. Wir fangen mal an. Klar, Trailerkabel ist bei den neuesten Trailer-Mods wirklich meiner Meinung nach schon das A und O. Ist nämlich wichtig, finde ich, dass die Verbindung zwischen Zugmaschine und Auflieger hier gewährleistet ist. So. Für unsere Stützen, animationstechnisch, da passt. Die sind natürlich hier hinten auch noch, ne? Hier kann man sie gut sehen. Also wir haben die vorne und hinten. Ich zeige es euch nochmal. Sieht auf alle Fälle gut aus. Und hier die Liftachse ist hier natürlich mit an Bord. Habe ich ausgewählt, aber kann ich auch weglassen, wenn ich sage, nee, die will ich nicht. Ich nehme dann nur ohne Liftachse, habt ihr ja gesehen. Könnt ihr euch hier auswählen, aber ich nehme sie mit. Weil es einfach ein cooles Future ist. Ja. Gerade wenn ich leer bin und so. Dann sieht das ganz cool aus. Ansonsten sehr schicke Trailer. Wir können auch ganz kurz in die oder in den Ladungsmarkt reinglotzen. Also wir sind jetzt hier in Berlin. Ich fahre Milchpulver, Zucker, Düngemittel und. Oder Mehl. Also ihr könnt hier wirklich sämtlichen Schmodder fahren. Also definitionstechnisch passt es hier auch. Also ihr fahrt keine Paletten oder so. Höchstens geschreddert, habe ich letztens schon gesagt. Aber ansonsten passt es hier auch gefahrgut und so. Ist ja auch mit an Bord. Ja, also alles so Pulver, flüssig, Granulat und. Also die Definition hier passt auch. Wir kommen hier natürlich auch wieder zu unserem obligatorischen Lichttest. So, ich habe jetzt hier mal Licht angemacht. Da haben wir hier unsere Positionsleuchten an der Seite, wie immer. Die auch schön leuchten und funkeln. So wie es sein muss, ne? So. Kurzgang, Bremse, alles leuchtet, wie es leuchten muss. Man sieht auch ganz schick aus.
So, dann kommen wir mal ganz gepflegt zum Fazit. Also hier in der Version 1.01 wurden wieder einige Sachen, uiuiui, schnell um die Kurve, wurden wieder einige Sachen gefixt, was immer recht gut ist. Dass der Trailer natürlich auch oder der jeweilige Mod auch schön fehlerfrei ist und wir anständig damit fahren können und dass ja, die Game Log und so nichts ausspuckt, beziehungsweise dann unser Spiel am Schluss noch abstürzt. Ne? Finde ich schon mal gut. Und ja, nichtsdestotrotz, ich habe euch auch jetzt hier die Skins gezeigt, die wirklich echt schick sind. Die pimpen den Trailer nochmal enorm auf. Und anhand der Skins und den, ja, wir haben nicht allzu viele Anbauteile, ist aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Weil die Definition passt auch alles, deshalb ist es für mich wieder ein Best-Class-Trailer, der das Spiel natürlich wieder enorm attraktiver macht. Ne? So, da wisst ihr schon mal Bescheid. Ansonsten, wenn ich mir so den Mod so anschaue, oder generell jetzt einfach mal, wenn ich jetzt hier mal so durch die Gegend schüssel, sind wir wirklich schon weit gekommen, was, ja, was das Spiel betrifft. Der ein oder andere meckert ja immer noch. Ich finde es einfach nur genial, was SCS uns zur Verfügung stellt und natürlich dann auch die Community, beziehungsweise dann die jeweiligen Modder, die sich hier privat hinsetzen und das zusammenschustern, basteln und dran rumschrauben, finde ich echt klasse. Ne? Das macht es wirklich echt spannend und spaßig. Und ja, ich freue mich immer tierisch, wenn neue Mods rauskommen, die das Spiel attraktiver machen oder noch mehr attraktiver machen. Und das ist einfach nur geil. Ne? Das muss man einfach nur mal enorm hochheben und loben. Und deshalb nochmal ein großes Danke an alle, die sich zu Hause hinsetzen und da fleißig dran schrauben, damit wir solche tollen Mods haben. Ne? Muss man auch nochmal ganz klar sagen. Nicht immer meckern, sondern auch mal Danke sagen. Ne? Das ist einmal ganz wichtig, denn ohne Modifikationen, glaube ich, wäre das Spiel halb nur so attraktiv. Ne? Muss man auch dazu sagen. Stellt euch mal vor, wir hätten nur die Standard-LKWs, die Standard-Trailers, die uns vorgegeben werden. Ja, da würde man die Map vielleicht komplett abfahren, also das Spiel einfach diesen Singleplayer in Anführungsstrichen einfach mal durchfahren, die ganzen Aufträge fahren, alles was man so machen kann. Und ich glaube, das wäre es dann aber auch. Aber durch diese Mods, durch Trailer, Anbauteile und. Ich meine, wenn ich mir mal den Scania hier anschaue von RJL, den könnte man nie so zurecht schustern mit Skin und Anbauteilen und. Das würde gar nicht funktionieren und gar nicht machbar sein, wenn wir jetzt hier den Original SCS Scania nehmen würden, ohne irgendwelche Abänderungen. Ne? Wisst ihr ja selber, das würde nicht funktionieren. Wir hätten den Standard-LKW, den kennt ihr ja. Und deshalb, ja, da müssen wir echt froh sein und uns darauf freuen, dass immer wieder so neue Mods kommen, um das Spiel attraktiver halten. Genau, das wollte ich nur mal heute loswerden zum Start ins Wochenende. So, wir sind gleich da. Wo muss ich überhaupt hin? Ach hier, da unten. Agro-Dingsbums hier zu Agro-Dänemark muss ich. Falls jemand wieder den Skin braucht, den haue ich mit unten in die Beschreibung, weil ich da mal wieder gefragt werde wegen dem Skin. Die Lichtbox dazu gibt es übrigens. Ach nee, hier bin ich noch gar nicht. Die Lichtbox gibt es übrigens auch in der Beschreibung. Ne? Das ist dann Powergazis Add-on. Da müsst ihr euch das runterladen, auch in der Beschreibung ganz unten irgendwo. Und dann ja, habt ihr das dann auch so. So, jetzt schüsseln wir hier mal rein mit voller Wucht. Und dann bin ich auch gleich da. Gut, das war's auch von mir. Falls ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren wie immer hier oder im SCS-Blog, Blog-Forum, so. Und dann wünsche ich euch schon mal einen guten Start ins neue Wochenende. Macht nicht zu lange. Und dann wünsche ich wie immer allzu gute Fahrt. Macht's gut. Bis bald und ciao.